ist ein Demenzkranker entschuldigt und nicht mehr gebetspflichtig? Jeder, der nicht bei vollem Bewusstsein ist, ist entschuldigt bei Allah Azza wa Jal. Dieses aufgrund der Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Rufi' al-Qalamu an thalath. Der Stift ist über drei Personen erhoben worden. Und eine dieser Personengruppe ist Anil Majnun hatta Yaqil. Über einen, der, wie können wir das übersetzen, über einen, der unzurechnungsfähig oder der unzurechnungsfähig ist, bis er wieder bei Bewusstsein ist. Bis er wieder bei Bewusstsein ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.